Herr Lang, was war Ihre erste Reaktion, wie Sie jetzt erfahren haben, dass Sie den Cäsar für Hausverwalter gewonnen haben? Ich habe mich wirklich ehrlich sehr gefreut. Es ist ja doch eine Gruppe von starken Finalisten, die mir alle natürlich persönlich bekannt sind. Wir sind jetzt auch am gemeinsamen Tisch gesessen und ich freue mich, dass ich da sozusagen als Primus Inter Pares hier aus dem Abend hervorgegangen bin und bin sehr stolz darauf. Wie fühlen Sie sich als junger Mensch, der jetzt ein altes Unternehmen übernimmt mit langer Tradition und dann dynamisch verändert? Also erstens danke fürs Jung. Wir haben das vor 5 Jahren gemacht mit meinen beiden Partnern, die ich vorher schon erwähnt habe, dem Stefan Presowitsch und dem Peter Schalinger. Und wir haben das Unternehmen natürlich ein bisschen verändert. Wir haben es ein bisschen sozusagen nicht wachgeküsst vielleicht, aber ein bisschen doch entstaubt, leben aber trotzdem oder legen sehr großen Wert auf die Tradition, die wir mit dem Unternehmen miterworben haben. Unter den Hausverwaltern selber, was hat jetzt dieser Preis für eine Bedeutung? Naja, ich glaube, es ist eine Anerkennung für die tägliche Arbeit. Ich glaube, es ist sehr schön, dass eine Branche sich so einen Preis quasi selbst verleiht und dass man also hier einmal ein bisschen auch herausgehoben wird und das freut sehr. Und was bedeutet das für die Zukunft? Naja, weiterarbeiten, wie bisher vielleicht noch mehr und noch intensiver. Ich muss jetzt einmal, wie ich es vorher gesagt habe, so gut werden, wie der Tommy Malot mich beschrieben hat und ich werde daran weiterarbeiten.